Eins, zwei, eins, zwei. Das müsste hoffentlich reichen. Eins, zwei, eins, zwei. So. So, alle Körpergeräusche draußen. Licht geht so. Hallo, meine lieben Freunde der Action-Horror- und Splatter-Spiele und herzlich willkommen im Sawtooth Canyon. Ja, wir wollen jetzt immer noch zur Spitze des Inferno Towers. Vorher muss ich mich aber leider wieder durch diese Typen hier durchkämpfen. Aber zum Glück ja nicht alleine. Mach mal hier ein bisschen weiter für mich, GT. Ja, das ist auch schön, Shield aufladen. Aber Goliath töten wäre noch schöner. Ja, das macht er doch ganz brav. Hat der sich da gerade hinter dem Slag-Behälter versteckt? Ja, mehr oder weniger. Und sowas kriegt im Wissenschafts- und Technikwettbewerb nur den dritten Preis? Ja, Mädel, leider. Ich habe mir letztens mal wieder die Audiologs auf YouTube von der angehört. Ich sollte die, glaube ich, mal hier verlinken. Mache ich das im Video oder mache ich das irgendwie in der Videobeschreibung? Ja, das sehen wir ja denn. Oh, das läuft heute doch. Oh, was bist du denn? Ein Shotgun-Zwerg. Dich mögen wir nicht. Und schon weg. Hm. Oh mein, DT lebt auch nicht mehr lange. Schade, schade. Ja, ich brauche dringend mal die Fähigkeit, wo mein Schild auf ihn übertragen wird. Aber naja, es läuft ja noch. Es läuft ja noch. Und ich bin schon bald auf Level 27. Das ist auch schon was. Ha, Schädel weg, Schädel. Nicht weg, schade. So, jetzt habe ich mal wieder ein bisschen Ruhe. Na, wo ist denn, wo ist denn, wo ist denn? Nee, das habe ich nicht gesucht. Ah, hier, bis ich mich immer mit den Knöpfen zurechtfinde. Wo waren... Jetzt muss ich den Eingang wieder suchen. Wo war der denn nochmal? Ach stimmt, ich glaube, ich kann hier einfach runterspringen. Ich könnte hier einfach runterspringen, wenn ich... Oh, oh, das ist nicht gut. Schluck eine Granate. Oh, das ist nicht gut. Haha, den habe ich aber noch erwischt. So, Goliath, Goliath, Goliath. Du darfst mal ein bisschen mit deinen Freunden spielen und mich in Ruhe lassen. Noch ein Goliath? Machen wir es interessant. Weg mit dem Helm. Weg mit dem Scheißhelm. So, ein Badass-Ads-Goliath. Sag das 10-mal schnell hintereinander. Badass-Ads-Goliath, Badass-Ads-Goliath. Und, schon die Munition ausgegangen. Und ich glaube, jetzt sollte ich die Tier heranziehen, wenn der... Ja. Gehst du weg, du ätzender Goliath. Nö. Erledige 80 Goliaths. 75 von 80 ist auch schön. Sehr schön. Heute ist alles so wunderschön. Sogar das Wetter ist wunderschön. Ich klinge irgendwie, als hätte ich gekifft. Naja. Munition wollte ich fürs Scharfschützengewehr. Ich denke mal, ich werde noch alle Munition brauchen, die ich habe. Oder die ich tragen kann. Sagen wir es doch mal so. So, hier noch nachladen. Genau. So, in letzter Zeit habe ich auch mal überlegt, was könnte ich eigentlich noch so zwischendurch sorgen? Sorgen. Ich sorge mal was. Nee. Warum habe ich jetzt die Wappen? Ja, egal. Faden verloren. Hallo Faden, wo bist du? Genau, ich habe mir überlegt, was ich noch sagen könnte, außer hier das Spielgeschehen zu kommentieren. Ist ja auch nicht immer so interessant hier, vor allem wenn da gerade keine Gegner kommen. Obwohl, hier wird es ja gleich wieder der Fall sein. Ja, dachte ich mir. Aber ich könnte ja auch mal versuchen, nebenher noch was zu labern, weil so aufwendig ist das hier auch nicht. Ja, doch ein bisschen. Mahlzeit. Mahlzeit. Der Spruch ist neu, oder? Oh oh. Schluckgranate. Und dann bringt's nichts. Also ich glaube, ich komme doch nicht dazu, irgendwas anderes zu labern, als hier über Spielgeschehen. Naja, okay. Ich wollte es versuchen. Ja, ne, in meinem Profil. Oh cool, wieder Badass-Punkt. Ich komme wirklich nicht dazu, irgendwas anderes zu sagen, außer das Spielgeschehen hier zu kommentieren. Oh, was. Ach, ein Zwerg-Goliath, wie süß. Und wie der schreit. Och, ich habe Angst. Also, die Lache ist ja. Oh.
Sogar seine Drohungen sind süß. Naja, ich wollte... Oh Gott. Ich wollte eigentlich anfangen von wegen... In meinem Profil steht ja, dass ich Schweizer bin, aber man hört ja eigentlich so selten was davon. Naja, das... Ist da noch so ein Zwerg? Nee, das ist ein normaler Goliath. Und ich bin tatsächlich Schweizer. Also nicht nur, dass das eine Masche ist. Es macht ja nichts einfacher für mich. Also vor allem auch vom Channel her. Aber worauf wollte ich hinaus genau? Ich bin tatsächlich Schweizer, beziehungsweise ich höre da was. Ach, da ist er. Ich bin eigentlich ja in Deutschland geboren. Also ich hätte... Ja, ich habe keinen deutschen Pass. Ich könnte einen haben. Ich hatte auch mal einen Kinderpass, aber... Ja, na, ich brauche den halt nicht und habe mir halt keinen neuen geholt. Und eben, ich bin in Deutschland geboren und das ist in Lörrach gewesen. Also wenn das jetzt niemandem was sagt, das wundert mich nicht. So groß ist die Stadt auch nicht, aber so zur Orientierung. Wir nehmen einfach mal die, was ist das, südlichste Ecke von Deutschland, ganz unten. Schweizer Grenze bei Basel. Dort liegt das Städtchen Lörrach. Ist eigentlich auch irgendwie ein seltsamer Name für eine Stadt, aber es heißt halt so, kann ich ja auch nichts für. Dort bin ich auf jeden Fall geboren, im Spital, auch genannt Krankenhaus auf Deutsch. Oh, was war denn jetzt das? Das gefällt... Und das ist jetzt auch mittlerweile schon 29 Jahre her, Gott, bin ich alt. Ach. Und um kurz abzulenken, Skillpoint noch vergeben. Was haben wir da? 20% cooler, Abklingzeit wird erhöht. Und da... Ach ja, Schadensreduktion. Na, machen wir es so. Es kann nicht mehr lange gehen, bis ich geteiltes Leid benutzen kann. Oh, da stößt was auf. Moment. Ja, ist schon vorbei. Gut, back to topic. Danke, DT. Oh ja, jetzt kommt denn die Nummer. Übrigens, dass da gleich einer runterkommt im Lift. Mich wahrscheinlich wieder... Ach, da ist er schon. Der Mortar. Was hat denn der auf dem Rücken? Sieht auch eher aus wie einer von den Mutanten da aus. Die so... Diese Ratten da. Oder was das sind. Die Ratten zum Raten. Wo ist er denn jetzt? Ach, da ist er. Ja, wie gesagt. Ich bin tatsächlich in Deutschland geboren. Danke, dass du meinen DT getötet hast. So nebenbei noch. Jetzt stirbst du einfach mal. Und darum rede ich eigentlich nie über was anderes als auch das Spielgeschehen. Ich komme nie zu Potte. Ich bringe einfach nie was zu Ende hier. Das ist schon schlimm. Ach ja, Granaten wollte ich auch noch. Nein! Kein Granaten. Ach. Jetzt muss ich auch noch gucken, wie es in meinem Inventar aussieht, nur weil ich diese Kackgranate gekauft habe. Also Kackpistole und Kackgranatenmord. Alles weg wieder. Ja, wir haben immer geöffnet. Und eben, ich war ein relativ kränkliches Kind von gebrechlicher Gestalt. Und ich bin tatsächlich noch bis zu meinem 4. Lebensjahr dann in Deutschland gewesen. Hab dort gelebt, sagen wir es mal so. Natürlich mit meinen Eltern allein, das wäre ein bisschen doof gewesen. Meine Jungs kommen und klauen die Sprengsätze, aber dazu muss der Luftraum frei sein. Schalte die Kopter aus. Naja. Und eben, meine Eltern, ich war wirklich... Dauernd krank. Ich konnte noch nicht mal Schwimmunterricht zu Ende bringen, weil ja, ich habe die meisten Lektionen verpasst. Da kann ich mich, noch an die Lektionen erinnern, die ich gemacht habe, aber naja, es war nicht genug, um wirklich schwimmen zu lernen. Ich habe es dann irgendwie mit 5 oder 6 Mal gelernt. Aber um zum Eigentlichen zurückzukommen, sind wir dann, als ich 4 war, umgezogen in die Schweiz. Also meine Großmutter lebte damals auf in einem kleinen Bergdorf, beziehungsweise hatte dort so eine Art Ferienwohnung. Könnte man sagen. Ja, Ferienwohnung. Eher Winterresidenz. Also sie hat in Spanien gelebt. Ich weiß, ich weiche wieder vom Thema ab. Auf jeden Fall Berdenberg. Kleines Bergdorf in den Schweizer Alpen. Genauer gesagt Berner Oberland. Ich weiß jetzt nicht, ob das jemandem was sagt. Also was dort noch so ist, ist Interlaken. Und vielleicht kennt man noch so Grindelwald und Mürren. So die Skigebiete. Also so die Ecke. Da sind wir auf jeden Fall dorthin gezogen. Im zarten Alter von... 4 Jahren. Ja, und ab dann habe ich ja quasi Schweizerdeutsch gelernt. Fallen die edlen Teile. Also mein Kommentar auf jeden Fall nicht.
Cool. Getroffen. Ja, und eben, das wären jetzt, glaube ich... Jetzt muss ich noch nebenbei rechnen. 25 Jahre. Also ich lebe seit 25 Jahren in der Schweiz. Und ich frage mich, soll ich zum Beweis kurz ein bisschen was Schweizerdeutsch rauslassen? Ja, ich weiß, es antwortet mir niemand. Ich frage mich nur gerade mir selber. Ja, ich könnte es ja mal versuchen. Das ist wieder die Frage, was... Also, Hex 8, ich muss da die Kiste markieren. Machen wir doch gerade. Transmitter anbringen. Nein, das ist jetzt nicht ganz richtig gesehen. Ah, okay. Einisch, zweimal. Dann hätte es noch ein paar. Da, jetzt gesehen ich es. Deep Dog. Ja, schön, wie die kommen. Ja, passt schon. Ist mir recht. Es hätte gerade so getan, als würde noch irgendwo Gegner rumlaufen, aber ich... wer weiß. Ja, Hauptsache sie holen die Schießkiste mal. Gut, ja. Das war auf jeden Fall ein bisschen Berndeutsch. Wir haben da ja auch unsere kleinen Dialekte. Berndeutsch, Zürichdeutsch. Vom Basler Dialekt reden wir jetzt gar nicht. Dann haben wir noch die... runter, wenn du auf dem schnellsten und coolsten Weg wieder zu der Schnellreisestation willst. Also mal gucken, Norden, Süden, dann wäre da Westen und da Osten. Also was ich sagen wollte, das war eben Schweizerdeutsch. Mein Berndeutsch, das war es ja eigentlich schon. Und eben, 25 Jahre lebe ich in der Schweiz, ich vermisse es, also Deutschland vermisse ich gar nicht, ich mag dieses Land sehr gern. Was ist, okay, Ulysses? Hast du noch eine auf... Ach. Die große Flucht. Nicht jeder lebt gerne auf Pandora. Ja, das kann ich verstehen. Aus von diesem Planeten runter. Brauche Versorgungstransmitter. Eine Lunar-Versorgungstransmitter. Banditen haben einen gestohlen. Sie nennt sich meine Freunde. Sind sie nicht? Bitte hol ihn. Ach, ich mag hier eigentlich jetzt gerade nicht durch die Gegend hetzen. Hauptaufgabe ist Blutschweiß und jede Menge Ärger. Bringen wir lieber die hier zu Ende. Zu fertig. Ja, ja. Bringen wir die zu fertig. Ich war ja gerade bei Himmelsrichtung und ich denke immer noch, dass das hier Osten ist. Was mich gerade hier ein bisschen stört, ist, dass da keine Waffenkisten rumliegen. Komisch. Komisch und seltsam. Na ja. Was ist denn das? Verlorenes Echo. Na, nehmen wir mit. Ja, ich bin da runtergesprungen, aber ich hätte das Echo gerne fertig gehört. Ach, so ein Scheiß. So, die Geschichte von den Kammerjägern finde ich nämlich immer ganz interessant. Ach. Die unterbrechen nicht nur mich, die unterbrechen auch alles andere hier. Naja, das denn wäre das Thema. Scheiß Copter. Jetzt kriegt er gleich eine Packung von mir. Jetzt hätte ich fast in das Dach geschossen. Wäre nicht so gesund gewesen. Komm her. Kommst du her, du Sau. Weg ist er. Ach, verdammt. Au, 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 au. Was soll denn jetzt der Scheiß? Und wieder voll daneben. Supi. Ja, kommen wir wieder zum anderen Thema zurück. Also ich bin auf jeden Fall sehr gerne Schweizer. Mir gefällt es in diesem Land. Warum eigentlich, kann ich jetzt so genau nicht sagen. Leute sind... Ja, warum lebt man gerne in einem Land? Also... Ja, ich bin aufgewachsen, ich kenne die Sitten und Gebräuche. Und ich sehe mich eigentlich auch als Schweizer, also definitiv. Und eben, von welcher Seite habe ich eigentlich den Schweizer Pass, fragt ihr euch jetzt. Es war eigentlich mehr so, dass meine Mutter mit einem Schweizer verheiratet war. Als ich geboren wurde, also nicht mein Vater. Und dann habe ich so gesehen den Schweizer Pass von ihr gekriegt. Und den deutschen von meinem leiblichen Vater. Und irgendwann haben sie auch geheiratet. Dass das nicht gut gegangen ist, das lassen wir jetzt mal beiseite. Ich nehme jetzt erstmal das Echo auf. Sprich mit mir, Angel. Ich brauche einen Kammerjäger. Am besten gestern. Ich habe jemand mit großem Potenzial gefunden. Sein Name ist Zero. Ah, das hatten wir schon. Wird er so genannt. Keiner kennt seinen richtigen Namen. Bla, 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 bla. Jetzt könnte ich gerne unterbrochen werden. Ein noch mysteriöser
von 10 Fällen haben sie nicht wirklich was zu bieten. Wen hast du noch? Viele Zero-Überwachungsaufnahmen ab. Ja, ja. Haiku, bla bla bla. So, Iridium Blight. Jetzt können wir ja die Brücke in die Luft jagen oder runterholen, was auch immer. Und ich habe schon wieder vergessen, wo ich gerade war. Ich habe, glaube ich, irgendeinen Mist drüber geredet, dass ich gern Schweizer bin. Ich weiß warum. Ich glaube, das ist... Ja, da war irgendwie der Faden wieder. Ja gut, als Deutscher war ich im Übrigen nicht sehr beliebt in diesem kleinen Bergdorf. Also wahrscheinlich auch... Ja, ich war halt der erste Ausländer, der dem die Kinder dort begegnet sind oder so in der Art. Also mit denen ich halt in die Schule, Kindergarten gegangen bin, dann in die Schule. Und ich war halt, weil ich anders war, nicht sehr beliebt. Das, ja gut, ich war auch ein ziemlich schmächtiges Kind, wie gesagt. Schon sehr viel krank und so weiter, bla bla bla. Aber das hat sich dann mit der Zeit rausgewachsen. Ich habe die, ich nenne mir es mal Sprache gelernt. Wurde ein bisschen robuster durch die gesunde Bergluft. Und ich mache jetzt ein bisschen Action mit dem Goliaths hier. Oh, der ist sogar gestorben. Hätte ich jetzt nicht gedacht. So, der macht jetzt auch ein bisschen Action. Wollte ich irgendwie auf eine Moral raus von der Geschichte? Ich glaube nicht. Also von meiner Geschichte. Na gut, eben. Auf diesem... In diesem kleinen Bergdorf. Meine Zunge hat mir gerade verheddert. Das hat aber auch cool ausgesehen. Wie gesagt, kleines Bergdorf aufgewachsen und als Kind und Jugendlicher verflucht man sowas. Also ich habe es wirklich verflucht. So alle Stunde mal ein Bus und dann hat das auch nur eine halbe Stunde gedauert, bis man da am nächsten Ort war und... Aber so, wenn man älter ist, so wie ich langsam auch bin, oh Gott, ich möchte gar nicht dran denken. Auf jeden Fall, da vermisst man das schon ein bisschen. Also... Ja, es ist die Ruhe, der Frieden. Gut, man hat dann auch ein Auto und ist ein bisschen besser unterwegs, aber... Ich habe schon wieder die Pointe vergessen. Ich glaube, ich lasse diesen Thementag für heute mal gut sein und fahre einfach hier durch die Gegend und... tu wieder das, was ich kann. Ich kommentiere das Spiel. Ja, bis die Folge um ist, sollte ich sie... Ja, vielleicht auch nicht... Nee, ich denke, ich schaff's noch bis zur Brücke. Ach, das ist wieder diese scheiß Fliegeviecher hier. Ah, ja, ah, jetzt weiß ich wieder, wo es lang geht. Es dauert immer ein Weilchen. Ja, bei uns Schweizern dauert es immer ein bisschen länger. Aber wie geht die Werbung schon wieder? Mit Ofenmaltine kannst du es nicht besser. Aber länger. Wo jetzt wieder die Gedanken hingehen, oh Gott. Naja. Ich höre gerade meinen Nachbarn zu. Ich glaube, die... Also vorhin habe ich Haufen Gepolter gehört, jetzt Riesengeheule. Ich glaube, die Kinder schlagen sich gerade gegenseitig die Birne ein. So, ich glaube, jetzt haben sie die Brücke in die Luft gesprengt. Dankeschön. Mal sehen, ob ich dort ein bisschen schwere Panzerung für unseren entscheidenden Angriff auf Jack stehlen kann. Ja, mach das ruhig. Bin ich voll dafür. Okay, jetzt sind wir im Arid Nexus Boneyard. Ja, an den erinnere ich mich noch von meinem letzten Durchgang, also mit einem anderen Charakter, der schon bald auf Level 50 ist. Nach der Aufnahme spiele ich noch ein bisschen mit dem anderen Charakter weiter. Dann kann ich endlich sagen, ich habe einen Charakter Level 50. Was bringt mir das? Ja, eigentlich nichts, aber ist ja egal. Okay, im Arid Nexus Boneyard müssen wir was machen. Erstmal den Auftrag noch abgeben. Wo denn? Hier irgendwo? Ich guck mal schnell. Ja, hier können wir den abgeben. Machen wir das gleich noch. Blut, Schweiß und jede Menge Ärger. Was? Markiere die Odomo. Was ist ein Odomo? Naja. Odomo Sprengsätze zur Abholung. Dank Brickcoptern, bla bla bla. Extreme Gewaltverwendung, bla bla bla. Naja. Das ist einfach die Weiter. Also erstmal hier ein bisschen Iridium. Siehst du das Gebäude, aus dem das Licht strahlt? Das ist die Infostocade. Wir werden dich durch die Haupt-Iridium-Pipeline reinschleusen. Geh jetzt dorthin.
Ja, das ist gut, das machen wir jetzt nicht direkt jetzt, das machen wir in der nächsten Folge jetzt. Der Pipeline sollte eine Leiter sein, die zu einer Wartungsluke führt. Dadurch kommst du ins Innere der Pipeline. Es wird schmutzig, aber so kommst du zu Stockade. Ich mag's schmutzig. Aber wie gesagt, das gibt's erst das nächste Mal. Dann sage ich schon mal vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Falls ihr irgendwelche Anregungen oder Kommentare oder Tipps habt oder was auch immer, könnt ihr es gerne unten reinschreiben. Auch wenn euch das Video gefallen hat oder auch wenn es euch nicht gefallen hat, könnt euch richtig in den Kommentaren austoben. Ich freue mich immer drüber. Gut, aber in dem Sinne sage ich einfach mal Tschüssikowski.